Weil teilweise, wenn du 3 Tage am Stück sitzt, wirklich den ganzen Tag sitzt, dann tut dir von harten Stühlen irgendwann der Arsch weh. So, jetzt kommen wir zu einer Frage, die ich sehr interessant fand. Ich habe gefragt, versetz dich in einen Zeichner, was glaubst du, sind Schwierigkeiten, mit denen ein Zeichner auf einer Convention umgehen muss? Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich dieses Video gemacht habe, weil ich habe sehr viele, sehr interessante Antworten bekommen, über die ich ganz gerne mal reden möchte. So, da haben wir hier zuerst den ganzen Tag am Stand zu stehen, zu warten, für das Publikum zu zeichnen. Ja. Kann ich absolut verstehen, das haben auch ziemlich viele gesagt, dass es anstrengend ist, an diesem Stand zu stehen. Ja, ist es. Es ist anstrengend. Aber dessen muss man sich als Zeichner vollkommen bewusst sein. Man muss sich bewusst sein, dass es anstrengend ist. Hier haben auch ziemlich viele geschrieben, dass es die Lautstärke ist, die irgendwann zur Belastung wird. Ja, ist es auch. Gerade für mich. Also ich habe unfassbar empfindliche Ohren. Also ich höre eine Mücke noch aus 20 Meter Entfernung. Ich höre die kleinsten Vibrationen, kann ich hören, die kann ich nicht nur spüren, die kann ich hören. Ich habe wahnsinnig empfindliche Ohren und für mich ist es halt echt... Also eine Convention ist gerade wegen der Lautstärke anstrengend, aber ich bin mir dessen bewusst, dass es dort laut ist und ich habe damit jetzt auch kein Problem. Es ist halt ein Umstand, der ist da und fertig. Es ist Stress, die ganze Zeit zu stehen oder halt zu sitzen. Also selbst das Sitzen wird irgendwann anstrengend, also gerade wenn die Stühle nicht gepolstert sind. Ich überlege mir immer, oder beziehungsweise ich ärgere mich dann jedes Mal so in der Retrospektive, dass ich mir kein Kissen mitgenommen habe, weil teilweise, wenn du 3 Tage am Stück sitzt, wirklich den ganzen Tag sitzt, dann tut dir von harten Stühlen irgendwann der Arsch weh. Das ist kein Witz. Und ich frage mich langsam echt, wie ich das in der Schule hingekriegt habe. Weil da sitzt man ja teilweise, okay, das ist man nur einen halben Tag, aber man sitzt halt trotzdem die ganze Zeit und das jeden Tag der Woche. Wie habe ich das hingekriegt, ohne dass mein Arsch irgendwann davon einen Anfall kriegt? Keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch einfach nur wehleidig geworden. Ich weiß es nicht. Schüler sind sowieso total abgehärtet. Keine Ahnung. Viel fürs Publikum zu zeichnen finde ich nicht schlimm. Ich freue mich darüber. Ja, es wird irgendwann stressig, wenn man sehr viele Zeichnungen gerade machen muss. Man muss halt so ein bisschen multitaskingfähig sein. Also man muss einerseits immer ein Auge auf die Besucher haben, man muss verkaufen, man muss zeichnen, man muss Wünsche annehmen und das alles parallel. Und das ist sehr schwierig. Das ist wirklich schwierig. Ja, und dann kommt es halt irgendwann dazu, dass man eben vergisst zu essen und vergisst aufs Klo zu gehen. Es haben auch einige gesagt, dass das schwierig ist. Hier, keine Toilettenpause, kein Essen. Ja, also das mit dem Essen ist für mich immer so eine Thematik, weil das haben sehr viele von meinen Leuten mitgekriegt, von meinen Freunden mitgekriegt, dass ich auf Conventions sehr wenig esse. Und dass es deswegen auch schon 2-mal gegen die Wand gegangen ist. Also dass es mir deswegen dann auch rein körperlich ziemlich schlecht gegangen ist, weil ich nichts gegessen habe und weil ich so viel Stress hatte. Aber ich muss sagen, das waren 2 Ausnahmesituationen, wo es sehr überhand genommen hat. Aber ansonsten esse ich auf einer Con wenig. Und das ist halt einfach so. Das ist nichts Schlimmes oder... Ich kann dann halt auch Leute, die sagen, ja, oh mein Gott... Bist du magersuchtsgefährdet oder was in der Richtung? Nein, bin ich nicht. Ich esse auf einer Con nur einfach wenig. Weil ich einfach so viel Stress habe. Weil ich so viel arbeiten muss und weil ich so viel zu tun habe. Das ist aber kein Leidensdruck, den ich da irgendwie habe, sondern das ist halt einfach so. Und das ist nur diese 3 Tage oder diese 4 Tage mal so. Und dann ist es wieder vorbei. Dann schlafe ich da eine Nacht und dann esse ich wieder ganz normal wie jeder andere auch. Ich esse nur halt auf einer Convention wenig, weil ich viel zu tun habe. Unzufriedene Besucher gemeckert über die Preise hatte ich bisher Gott sei Dank noch nicht. Also bisher hat sich noch niemand über meine Preise oder über meine Artikel oder über meine Zeichnungen beschwert. Noch niemand. Danke, ihr seid die beste Community auf der gesamten Welt und ihr seid die besten Leser auf der gesamten Welt. Aber ich kenne Zeichner, die hatten genau schon das Problem. Dass Leute zu ihnen gekommen sind und sie angemeckert haben, dass sie viel zu viel für dieses verlangen und für jenes verlangen. Und
dass die Zeichnungen zu schlecht sind und dass hier dieses nicht passt und jenes nicht passt und warum dieses nicht funktioniert. Und da ich persönlich in so einer Situation noch nie war, weiß ich nicht, wie man damit umgeht. Ich hoffe, irgendein Zeichner, der das schon mal durchgemacht hat, ist jetzt hier unter meinen Abonnenten und kann mir das in die Kommentare mal schreiben. Denn ich habe keine Ahnung, wie ich mit sowas umgehen würde. Ich würde wahrscheinlich nicken und dann heulen. Ich habe keine Ahnung. Also ich kann die Frage, oder ich kann das zumindest zuerst reflektieren, wenn ich mal in so einer Situation gewesen bin, aber ich war es noch nie. Aufdringliche Besucher und Fans hatte ich auch schon gehabt. Es wird auch von anderen Zeichnern teils sehr kritisiert. Sie freuen sich natürlich über ihre Fans, aber dass Fans teilweise nicht wissen, wann ein Höflichkeitsabstand überschritten ist. Aber ich muss jetzt sagen, bei mir ist es jetzt nicht so exzessiv, dass ich sagen würde, boah, du gehst mir auf den Pelz, geh weg. Nee, gar nicht. Also ihr müsst da jetzt auch nicht denken, dass ich euch da jetzt irgendwie wegschieben würde oder sagen würde, ey, du gehst mir voll auf den Sack. Das würde ich prinzipiell sowieso niemals machen. Und das andere ist, ich gehe einfach davon aus, dass ihr so weit Menschenverständnis und Menschenkenntnis habt, um zu wissen, wann es zu viel ist. Und ich denke mal, da bin ich ganz gut gefahren. Und wenn es tatsächlich mal irgendwie seltsam ist oder so, dann würde ich euch darauf aufmerksam machen, aber ich würde es trotzdem auf eine sehr höfliche Art und Weise machen. Und ich war noch nie in so einer Situation, dass ich das mal machen musste. Also wenn es aufdringliche Fans gab, dann hat das entweder irgendjemand anders für mich übernommen, die wegzuschieben, oder die sind halt von allein irgendwann gegangen. Aber es hat halt, irgendwie hat es immer geklappt, ohne dass ich jetzt irgendwie einschreiten musste und was sagen musste. Von daher, ich bin ein Mensch und auch ich habe meine Grenzen, von denen ich auch möchte, dass man sie nicht überschreitet. Aber ich habe damit in erster Linie eigentlich kein Problem. Ihr könnt das ruhig machen, ihr könnt mich ansprechen, jederzeit, wann immer ihr wollt. Ihr könnt mit mir latschen, ihr könnt mit mir labern, ihr könnt mich fotografieren, ihr könnt nach einem Autogramm fragen, ihr könnt nach einem Foto fragen, ihr könnt fragen, ob ich irgendwie Video mit euch mache oder so. Könnt ihr alles fragen, habt gar kein Problem damit, solange ihr fragt. Also solange ihr wirklich da seid und fragt und bla, und dann ist das alles in Ordnung. Und wenn ihr schüchtern seid, fragt erst recht. Das trainiert. Fragt mich, denn ich bin auch schüchtern.